Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zu einer weiteren Folge von Ultimate General Civil War. Harrison's Creek, 15. Juni 1864. General Butler, Kommandeur der Unionsarmee des James River, hat erfahren, dass konföderierte Truppen nach Norden unterwegs waren, um Lee in der Schlacht von Cold Harbor zu unterstützen und Petersburg mit nur geringer Verteidigung zurückgelassen haben. Petersburg ist derzeit das wichtigste Versorgungslager für Lees Armee und die konföderierte Hauptstadt. Also hat Butler die Situation ausgenutzt und die Stadt belagert. Während Butlers Streitkräfte die Stadt blockieren, werden zwei ihrer Korps benötigt, um ihre östliche Verteidigung zu stürmen. Wenn Petersburg eingenommen wird, wird Richmond abgeschnitten und wir können der Rebellenhauptstadt den letzten Stoß verpassen und diesen blutigen Krieg beenden. Ja, klingt nach viel, viel Spaß. Wir machen das diesmal. Heinrich macht den Angriff. Ja, komm, Heinrich macht den Angriff und das dritte Korps wird aber diesmal die Verstärkung bilden. Ich hoffe, das ist klug, weil die müssen auch noch Punkte machen. Alle müssen Punkte machen, aber die ersten drei Korps sind wichtiger. Und ja, das starten wir mal. Trotz Butlers angeblichen Erfolg östlich von Petersburg hat er sich entschieden, eine Belagerung zu beginnen und auf ihre Truppen zu warten, während die Stadt praktisch ohne Verteidigung dasteht. Vorrangig. Diese Verzögerung bot den Rebellen die Gelegenheit, ihre Verteidigung von Harrison Creek, oh, schöner Hügel, noch ein schöner Hügel, und Poor Creek neu zu organisieren. Das ist echt fuck. Ihnen wurde befohlen, die Führung zu übernehmen, den Angriff fortzuführen und die Verteidigungslinien der Konföderierten durchzubrechen. Das sieht nicht gut aus. Ah, General Kautz ist mit seiner Kavallerie losgezogen, um unentdeckt hinter den Hügeln und Tälern entlang zu reiten und die äußere Linie der Konföderierten zu erreichen. Das klingt gut. Wir haben auch gerade am Anfang nicht so viel. Doch, da sind sechs, da sind sechs. Sind das meine Truppen schon oder sind das die? Ja, das sind meine. Gut, Kanonen sind jeweils zwei hier, zwei da, aber das ist also super Verteidigungsmöglichkeit. Wir sind hier auf einer schmalen Linie. Muss mich mal kurz konzentrierter vor den Monitor setzen. Kanonen ziehen wir trotzdem schon mal weiter nach vorne. Munitionswagen habe ich aber nicht hier. Ja, mal gucken, wie das jetzt hier wird. Es wird nicht schön werden. Ja, das ist ja richtig beschissen hier, dieses Sumpf. Und da ist auch der Munitionswagen. Super, schicken wir unsere Einheiten durch den Sumpf. Na, gucken wir, starten wir mal. Ich hoffe, wir kriegen da die Verstärkung. Weil, wie schon gesagt, es ist eine Scheißposition. Wie weit geht denn die Kanone? Das heißt, die Kanone hier könnte mal bis hierhin. Wo ist die nächste Kanone? Die könnte ja. Nein, die Kanone hier. Könnte auch schon mal weiter. So, die Truppen hier können ja schon mal weiter marschieren. Die können schon mal ein bisschen hier marschieren in den Wald getarnt. Solange die Kanonen nicht stationiert sind, werden wir nicht vorrücken. Die Einheit schicke ich hier nochmal rum. Bewegung. Hm.
traue mich mit denen hier gar nicht hier lang zu gehen. Hier könnte man hier so Plänkler-Einheiten losschicken. Dann werden die gleich, wenn hier was kommt, rennt das ja gleich. Und wenn das durchbricht, können sie die zurückziehen hinter den Mauern. Eigentlich eine super Verteidigung. Also dahinter schön die Kanonen auf dem Hügeln. Also es ist hier echt letzte Scheiß. Wir fangen erst den Angriff hier an. Und dann bewegen wir die vor. Vorher machen wir das nicht. So, Reichweite der Kanonen bis zur Verteidigung gerade so. Ich schiebe die noch ein bisschen nach vorne. Weil die Kanonen hier können ja auch locker bis dahin mal hin. Ach, wir kriegen schon Verstärkung. Damit hätte ich jetzt so früh noch nicht gerechnet. Das ist der eine Trupp hier geteilt. Das ist unschön, weil das sind Truppen, die markiert sind. Und der Fluss hat die quasi durchtrennt. Ja, komm, dann bleib mal stehen. Ich glaube, die rennen trotzdem rum. Ja. Shit. Na gut. Sind wir mutig? Ich würde sagen, wir machen es so. Schütze, Schütze. Nahkampf nach vorne. Schütze. Nahkampf. Hier ist beides Nahkampf. Rauf da. Laufen ist scheiße. Laufen ist unser Tod. Das heißt, die Truppen können jetzt auch rüber. Naja, so rüber dann auch nicht. Grimes schützen. Ihr seid die zweite Linie. So, Kanonen. Feuer. Ah, hier sieht es gut aus. Hier können wir durchbrechen. Banda. So, Drayton Feuer. Stone Feuer. Komm ran. Klein, komm ran. Unsere Kavallerie hat den Durchbruch erreicht. Stop. Das sind wirklich nicht meine Einheiten. Das ist jetzt aber egal. Wir können die hier mal hinschicken. Hallo, Kavallerie. Wir können so ein bisschen von nach hinten. Fahren wir hin und den schicken wir auch mal da lang. So, charge. General zurück. Ah, die Kavallerie rennt weg, das ist schon mal gut. Das heißt, wir können jetzt die Leute da hinten hinschicken. Zwei Kavallerieeinheiten bitte hier lang. Dann holen wir uns da nämlich die Jäger. Und
Die haben mich, die nächsten Leute von mir, nämlich zurückgeschlagen. Und dann schießt er auch mit drauf. Ist da noch was gekommen? Oh, Kanonen. Dann stellen wir die mal da gleich hin. Die sind aber echt weit zurückgegangen. So, die laufen endlich. So, dann gleich hierher. Rüber. Ihr drei hierher. Zack, zack, zack. Na los, Leute. Kommt diesen verfickten Hügel hoch. So, wenn die nämlich hier oben sind, kann man den Rest da endlich hochschicken. Ah, die werden flankiert, das ist gerade doof. Ah, Jungs, kommt zurück. Ah, hier haben sie schon gesammelt. Komm zurück, hier sammeln. Die Kavallerie ist ganz gut gerade. Eierenbrigade, los nach vorne. Die müssen wir wegkriegen da. Stone, Feuer. So, nach vorne. Grimes, nach vorne. Hm, von hinten werden wir jetzt auch angegriffen. Das ist natürlich bescheiden. Eine Kavallerie nach da, die andere schicken wir auch nach da. So, die laufen. Das ist schon mal gut. Geh ab in den Wald, Stone, ab in den Wald. Und die Schützen nach vorne. So, jetzt könnt ihr nach vorne. Meine Kanonen bitte Feuer. Ihr könnt jetzt auch mal rüber. Ach, da kommen noch Kanonen, sehe ich gerade. Feuer. Feuer. Ah, das gibt's doch nicht. Schießt die kaputt da. Weiter nach vorne, weiter nach vorne. Ah, die können die noch erschießen. So, was haben wir hier hinten noch? Kommt. Kavallerie schicken wir mal hier hinten zur Unterstützung. Und weiter.
Ja, jetzt haben wir sie hier quasi seitlich weggebrochen. Auch die laufen. Hier, klein, kommen wir in diesen Waldabschnitt. Wenn es soweit die laufen, sind wir hier eigentlich ganz gut. Wo ist meine Kavallerie hin auf jeden Fall? Wo sind hier die Einheiten, verdammte Axt? Kommst du mal wieder rein? Kavallerie. Verstärkung ist eingetroffen. Okay. Los, metzelt sie ab da. Die gehen mir auf den Senkel. Stück zur Seite, ein Stück vor. Und sollte das da klappen? Ah, netzte diese Kanonen endlich weg. So, Pause, wir haben Verstärkung bekommen. Ich hätte gern, dass wir erst hier angreifen, wenn wir auch die von der Seite nehmen können. Also dann kriegen sie da Unterstützung von der Seite. Aber ohne hier Deckung zu geben, weil ihr seht ja, wir haben ja schon Kanonen weggeholt. Die hätten hier mit drauf geschossen. Wo haben wir noch Verstärkung bekommen? Hier hinten. Okay. Die holen wir mal uns hier hin. Und ihr drei dürft auch laufen. Und ihr seid jetzt frei. Das ist hervorragend. Jetzt rennt da mal hin und macht das da tot. Kommt man da hier auch oben. Und die Kanonen ziehen wir jetzt hier auch mal ab. Die brauchen wir da nicht mehr. Kanonen bitte hier auf diesen Hügel. Das heißt, McLean kann da hin. Die Kavallerie hätte ich gerne hier hinten wieder. Die ist ganz gut da hinten. Genau, metzelt die ab. Das, ja, habt ihr zerstört. Perfekt. Das heißt, sammeln. Sammeln. Und da hinten drauf schießen. So, dann haben wir hier links die Kavallerie. Das gefällt mir ganz gut. Brauchen wir eh ein bisschen Zeit für die Kanonen. Aber langsam könnte der echt da mal verrecken, ne? Das ist ja... Die sind ja natürlich super verteidigt. Die will ich hier gar nicht berühren irgendwie. Laufen. Nach vorne. Los, schießt sie weg da! Kavallerie! Der läuft einfach nicht. Haben wir Nahkampfeinheiten? Ich habe da die Nase voll. Komm da ran, du räumst jetzt auf. Hier, ihr stellt euch jetzt da auch hin. Wir müssen jetzt mal ein bisschen hier an Land gewinnen.
schön eine Kanone weggelaufen. So, Pause. Jetzt müssen wir ganz klar die Kanonen hier noch ein Stück nach vorne setzen. Und ja, wir brauchen 1, 2, 3 Schützen. Laufen, hinstellen, sterben. 1, 2, mehr haben wir nicht. Okay, laufen, hinterbleiben und nicht sofort sterben. Attacke. Und halt. Okay, vorrücken in diesen Waldabschnitt. Und zurück, das ist eine Falle. Kavallerie zurück. So, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Kavallerie greift an. Halt. Zurück. Und zurück. Ich sehe da gerade was, was ihr nicht seht. Und das sind Truppen. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Wir müssen ein bisschen organisieren. So. Hier ist nämlich ganz viel, was dahinter muss. Vor muss. So, die Kanonen. Ich könnte nämlich jetzt schon quasi sich hier vorne hinstellen. Wenn sie dann mal ankommen. So, die Kanonen können auf die feindlichen Kanonen schießen. Bitte hierhin und Heinrich ein bisschen näher ran. Die nächsten Truppen können auch schon mal ein bisschen hin. Ja, ist halt eine scheiß Position. Ist halt so. Als halten uns hier diese kleinen Einheiten voll auf. Darum einfach brutal nachrücken. Viel Zeit haben wir jetzt auch gar nicht mehr. Rebellenverstärkung ist eingetroffen. So, weiter. Weiter. Die beiden packe ich dann doch mal hier rüber.
Nahkämpfer ran. Nahkämpfer ran. Das müssen wir hier irgendwie wegkriegen. Zweite Position müssen wir aufbrechen. Ja, die Kanonen sind erst morgen soweit. Wir brauchen ja ewig hier noch. Ah, da hinten kriegen sie Verstärkung. Na, die laufen schon. Na los, Männer. Ah, der läuft zurück. Das ist nichts. Der läuft auch zurück. Ach, scheiße. Feuer, gib da Feuerdeckung. Oh, sie laufen, das ist gut. Los, Kanone, ihr müsst die da kaputt kriegen. Ah, sie laufen. Fantastisch. So, jetzt rein da. Blume seitlich. Level nach vorne. Field nach vorne. Diesen scheiß verfickten Hügel hoch. Sie haben den zweiten Nahkampf zurückgeschlagen. Krass. Diese scheiß Ecke da muss einfach weg. Schnell, bevor die Lücke wieder zu ist. Könnt ihr vielleicht den da seitlich schießen? Ah, passiert und läuft sogar. Los, nach vorne. Nach vorne, nach vorne. Okay, ich brauche verbündete, vereinte Kanonen. Hier auf den, der muss laufen. Kanonen. Los, Feuer. Weiter ran, weiter ran. Heinrich muss auch weiter ran. Wo ist hier der General? Hier ran, bitte. Hier soll man nur unterstützen. Ich will sie hier wegdrängen. Das heißt nach links. Hammer. In den Wald rein. Osborne. So, eine Stunde haben wir noch. Kanonen laufen. So, dann genau, ihr dürft alle jetzt auf ihmchen schießen. Ihr müsst alle ein bisschen weiter rein. Das ist sonst wird das nichts, ne? Die Kanonen hier genau da unterstützen. Osborne, halt. Könntest du eigentlich hier rüber, ne? Hier, hier auch. Geht da mal rüber. Gut, der läuft. Weiter vor. Und auch rein, weiter vor. Ah, der läuft auch gleich.
Die aber auch. Fantastisch. Das heißt, er kann übersetzen. Nein, rüber. Rüber. Und rüber. Oder dahin erstmal. Fantastisch. Halt, da sind sie im Wald. Reiter ran. Wir müssen hier in diesen Wald rein. Und weiter nach vorne, Männer. So, jetzt gehen wir die Kanonen da auf den Sack. Feuer auf die feindlichen Kanonen. Auf die feindlichen Kanonen. Wir auch auf die feindlichen Kanonen. So. Nee, Entschuldigung. Hier schießt man weiter da hoch, wenn da was hochkommt. Weins, weiter. Ah, fuck, jetzt kommen sie deine Nahkämpfer. Oh, hier ist noch jede Menge. Weiter vor, weiter vor. Wir brauchen mehr Truppen hier drüben. Alter, ist ja richtig viel. Ah, leider rennen die nicht weg. Heinrich, wir brauchen eine dicke Motivation. McKellen, wir brauchen eine dicke Motivation. Und schieß mir da in die Mitte. Kanonen, wartet mal. Wir müssen leider doch woanders hinschießen. Bitte da ins Zentrum, damit die hier nicht zum Gegenangriff gleich kommen. So, komm weiter rein. Zentrum muss da irgendwie platt gemacht werden hier. Gut, die laufen. Das heißt, auf den nächsten. Nee, Jungs und Mädels. Hier, auf den da. Am besten wäre natürlich der im Wald, der geht mir am meisten auf den Sack, ne? Aber... Weil die kriegen wir nicht weg. Wenn wir die da hinten in der Ecke behalten, ist okay. Der muss jetzt weg, damit er hier den seitlich angreifen kann. Kanonen, darauf feuern. Ändern wir das Ziel. So. Hinten ist alles dufte. Und hier ist alles aufgerieben. Der rennt nicht. Oh. Jetzt kriegen die wieder Verstärkung. Ja?
Ah, Colonel Lewis Tennant wurde verwundet. Ah, wir reiben uns jetzt hier richtig schön auf. Hier wird der Gegenangriff kommen. Genau auf die Einheiten da. Ja, der rennt. Das heißt, wir brauchen neue Schützen, um die Lücke gleich zu füllen. Ja, der kriegt auch schon Reserve. Eigentlich müsste er auch gleich laufen, aber jetzt läuft meiner. Gibt's doch nicht, Mensch. Schickt jetzt einfach in den Nahkampf, ey. Der Nahkampf läuft und... Was ist denn jetzt los? Okay. War noch Zeit übrig, aber... haben wir jetzt halt gewonnen. Passt doch. Teurer Sieg. Ja. Mit, habe ich auch gerechnet, jetzt so über 10.000. Haben wir noch gut, ich glaube, über 10.000, 20.000 habe ich noch plus. Ach, 42. Haben jetzt auch 21.000 eingenommen. Ich glaube, ja. An Soldaten filzt uns gar nicht mehr. Jetzt noch leicht... Leute zersäbelt, aber wir haben ja noch gut Leute in Reserve. Und einen Karrierepunkt packe ich nochmal hier hin. Der nächste geht dann wieder auf Wirtschaftlichkeit. So, und dann haben wir auch schon die Schlacht um Richmond. Ne, da unten ist noch was. Das kommt dann als nächstes. Georgia Railroad. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.